Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es weiter mit den Vasen aus Zeitungspapier und PET-Flaschen. Meine Vase sieht jetzt so aus, nachdem sie getrocknet ist. Ich habe sie auf die Heizung gestellt, dann trocknet sie etwas schneller und habe die jetzt bereits schon geschliffen. Du musst sie nicht zwingend schleifen, du kannst sie natürlich auch lassen. Die zum Beispiel. Bei dieser Vase habe ich am Anfang, nachdem sie trocken war, nicht geschliffen, sondern ich habe sie direkt bemalt, habe es trocknen lassen und dann habe ich sie abgeschliffen, damit ich die Struktur kriege. Ob du sie jetzt anmalst oder nicht, was du immer machen solltest, ist sie lackieren. Und zwar, ich nehme hier einen Bootslack. Ein Bootslack einfach, weil das wirklich ein Lack ist, der verdossen ist, der sehr, sehr widerstandsfähig ist. Ich würde jetzt vielleicht sogar behaupten, widerstandsfähiger als ein Lack, wo du Möbel verdossen tust, lackieren, weil das halt wirklich für den Bootsboden ist. Mit dem tue ich das lackieren. Auch wenn ich sie jetzt nachher möchte anmalen. Das heisst, wenn ich nachher ein Muster drauf malen möchte, dann tue ich sie zuerst immer mit dem Bootslack zuerst lackieren und tue sie dann nochmal leicht schleifen, weil es einfach wieder Fasern gibt, die aufstehen und die möchte ich dann nicht haben. Das stört mich dann, wenn ich ein filigranes Muster drauf male. Also immer zuerst den Bootslack drauf, dann trocknen lassen, schleifen und dann kannst du ein Muster drauf malen. Und wenn das trocken ist, gehst du nochmal gut zweimal mit dem Bootslack drüber und lässt es trocknen. Und vor allem auch im oberen Bereich, dass du wirklich vielleicht sogar noch ein drittes Mal drüber gehst und hier nochmal lackieren. Ich habe jetzt hier bei dieser Vase, sie ist mir übrigens beim Trocknen auf den Boden gefallen und hat eine leichte Schieflage gekriegt und habe sie dann nochmals bearbeiten müssen. Und in dem Schritt, wo ich sie nochmals bearbeitet habe, habe ich dann oben wirklich komplett bis oben geschaffen. Und wenn du wirklich bis an die Kante oben schaffst, dann musst du hier wirklich gut 4 bis 5 Schichten mit dem Bootslack machen. Einfach, dass wenn man Wasser einfüllt, etwas daneben geht, dass es einfach sicher ist. Und da gehe ich dann natürlich auch auf den Plastik. Ja, da tue ich also mit einbeziehen, wenn ich den Bootslack mache. Wenn du aber einfach eine Farbe möchtest oder grossflächig malen, wo du kein filigranes Muster möchtest machen, kannst du natürlich nach dem Trocknen direkt malen und dann erst mit dem Bootslack drüber gehen. Vielleicht auch nochmal ein bisschen leicht anschleifen, wirklich mit ganzem feinem Schleifpapier und dann nochmal mit dem Bootslack drüber. Die Problematik ist einfach, wenn du nach dem Trocknen geschliffen hast und dann filigran möchtest malen, dann verläuft dir je nachdem das Muster, gerade wenn es ein feines Muster soll sein, weil es einfach Zeitungsfasern sind. Und wenn du zuerst lackierst, bist du einfach auf der sicheren Seite. Lange Rede, kurzer Sinn. So. Also. Ich habe mir überlegt, bei dieser Vase, dass ich sie vermutlich so lasse. Ich werde sie jetzt auf jeden Fall mit dem Bootslack lackieren und was sie nachher machen wird, ob ich es dann lasse oder nicht, das weiss ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber ich zeige dir jetzt einmal, wie das aussieht. Also du brauchst bei der Pulp, beim Pappmaché, brauchst du ein bisschen mehr Farbe und ein bisschen mehr Lack. Ich kriege die Büchse nicht auf. Weil es Papier ist und es zieht wahnsinnig schnell ein.
Jetzt hole ich schnell etwas. Moment. Ich nehme hier für das einen herkömmlichen Pinsel. Das ist ein synthetischer Pinsel. Und werde jetzt die Vase bestreichen mit Bootslack. Und du siehst, es zieht also wahnsinnig viel Lack gerade auf der Stelle ein. Und einfach wirklich auch schauen, dass alle Zwischenräume schön mit dem Lack bestrichen werden. Und du wirst auch merken, wenn du die erste Schicht machst, dass eine Schicht nicht langt, weil einfach wirklich sich beim ersten Anstrich gerade alle Fasern vollsaugen. Aber es hat dafür den Vorteil, dass es wahnsinnig schnell trocknet. Wie du siehst, ist es wirklich keine Hexerei. Aus Zeitungspapier und einer alten PET-Flasche schöne Vasen zu kreieren. Du hast alle Möglichkeiten. Du kannst riesige Vasen machen, du kannst ganz kleine Vasen machen, du kannst Schalen machen, du kannst Wäschekörbe machen, du kannst Köpfe machen, du kannst Dekorationen machen, du kannst Schmuck machen. Also es ist unendlich, was man mit Pulp alles herstellen kann. Und das wirklich für kein Geld. Zeitungspapier hat jetzt wirklich praktisch jeder daheim und sonst gehst du zum Nachbarn rufen, der hat garantiert Zeitung und ist froh, wenn er sie nicht entsorgen muss. Wenn du mehr möchtest darüber erfahren oder etwas möchtest lernen von der Technik her, ich biete ja auch Kurse an, also gerade im Bereich, was Pulp angeht. Du kannst sehr gerne mal auf meiner Homepage kastenkunst.design schauen, da sind alle aktuellen Kursdaten drauf. Ich mache natürlich auch Kleingruppen, also wenn du Freundinnen hast oder das mal als Geburtstagsgeschenk, bin ich eigentlich auch immer sehr flexibel. Man muss einfach einberechnen, es braucht sicher zweimal. Und kleine Gruppen sind immer ganz lustig, vor allem wenn sich die Leute kennen, das sind immer ganz lustige Kurse. Und dann würde ich sagen, ist es das gewesen. Nächstes Mal zeige ich dir, wie du Weihnachtsbäume kannst kreieren mit Pulp. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Wenn du Fragen hast, schreib mir es unten in die Kommentare. Die tue ich sehr gerne beantworten. Und über ein Like freue ich mich natürlich auch immer sehr. Da ich immer noch sehr am Anfang bin, habe ich jetzt aber mittlerweile 30 Abonnementen. Merci vielmals für das. Und ich würde mich natürlich über jede weitere sehr, sehr freuen. Bleibt gesund, lasst euch nicht verrückt machen, haltet die Ohren steif, genießt das Leben und vor allem bleibt kreativ. Ich wünsche euch alles Gute, tschüssli, mach's gut.